Über Shinnok stehend weidete sich Tremor an seiner Macht. Viel hatte sich verändert seit der Reise des schwarzen Drachen in das Traumreich. Kano hatte Tremor dorthin entsandt, um eine Psychobombe zu beschaffen, die beim Raub von Shinnoks Amulett zum Einsatz kommen sollte. Der Aufenthalt in diesem Reich hatte Tremors Macht wachsen lassen und seinen Geist erweitert. Er entwickelte sich zu einem Erdelementar, einem Halbgott, dessen Macht derjenigen Raidens und Fujins ebenbürtig war.